Reinigen wird das Akut in die Balloxen zwischengelagert. Das Lagersystem erlaubt uns, nur ausgewählte Posten mit Thermosäm aufzubereiten. Die vorgängige Laboranalyse ermittelt die Stärke des Pilzbefalls. Jeder Posten wird individuell nach Rezeptur durch die Anlage behandelt. Die Körner werden während 60 bis 90 Sekunden mit Heisswasserdampf von 63 bis 70 Grad aufbereitet. Durch die Dampfbehandlung werden diverse samenbürtige Pilzkrankheiten abgetötet. Das sind unter anderem Stink-, Stein- und Zwergbrand, Blatt- und Spelzenbräune sowie Schneeschimmel. Der Köttiförderer stellt sicher, dass die Körner nicht länger als geplant dem heissen Dampf ausgesetzt sind. Nach Dampfbehandlung wird das Angut in zwei Schritten schonend mit Luft getrocknet und gekühlt. Während dem Trocknungs- und Kühlprozess wird das Angut gründlich durchgemischt und langsam aus der Anlage befördert. Im Anschluss wird vom aufbereiteten Angut der Gesundheitstest gemacht und nach der gültigen Saatgutrichtlinie zertifiziert. Ab jetzt steht das zertifizierte Saatgut in eurer Landi zum Säen bereit. Auf Samen wünscht viel Erfolg und steht für Fragen gerne zur Verfügung.